Israel bestreitet das nicht. Nur unsere beschämende Bundesregierung und unsere Berichterstattung, die ihres Namens nicht würdig ist, sind die einzigen, die das überhaupt noch in Abrede stellen, meine lieben Freunde. Das ist eine Schande. Olaf Scholz und Annalena Baerbock sind ihres Amtes nicht würdig und sie sollten auch strafrechtlich dafür verfolgt werden, dass sie dem Genozid aktiv Beihilfe leisten, meine lieben Freunde. Und das ist auch ein wichtiger, weiterer wichtiger Punkt, denn die Anerkennung dieser Klageschrift bedeutet nämlich auch, dass eine mögliche Komplizenschaft in Frage kommt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass, sofern diese Klage tatsächlich Erfolg haben sollte, dass man dann davon ausgehen muss, dass unsere deutsche Bundesregierung Waffen an einen Aggressor geliefert hat, der schon immer keine andere Absicht hatte als die, eine Zivilbevölkerung systematisch auszulöschen. Es verstößt nicht nur gegen internationales, sondern auch gegen deutsches Recht, Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, meine lieben Freunde. Aber wenn Olaf Scholz 10.000 Panzergranaten an die Besatzung liefert und wir wissen, wie wir es eben dargelegt haben, dass die einzige Absicht darin besteht, die palästinensische Bevölkerung zu dezimieren und auszulöschen und zu vertreiben. Wenn wir das also wissen, dann wird es Olaf Scholz auch wissen. Und er liefert trotzdem Waffen darunter. Er weiß genau, dass keine einzige dieser Panzergranaten dazu dient, Israel zu schützen. Keine einzige. Olaf Scholz ist sich dessen bewusst, dass diese Waffen dafür verwendet werden, Zivilisten systematisch zu ermorden. Herr Scholz, Sie sind eine Schande für die deutsche Bundesregierung und Sie sind eine Schande für Deutschland und Sie sind eine Schande für das deutsche Volk.